Ich bin sehr begeisterter HiFi-Fan und mache das eigentlich sehr intensiv als Hobby seit 35 Jahren und habe vor 2 Jahren die Möglichkeit gehabt, die Firma JB Swiss, die Marke JB Swiss vom Jäcker Bruno abzukaufen. Weil ich ja immer schon Freude an der Musik hatte, habe ich dann mit 14 eine eigene Anlage, wo ich das daheim erleben kann und im Konzert gehört habe. Das war eigentlich der Antrieb von mir. Und entsprechend habe ich dann gemerkt, dass ich nicht überkomme, was ich will. Und so habe ich das dann halt durch Fachbücher, die mir einen guten Bekannten gegeben hat, können angehen und studieren, um dann selber zu bauen. Da hatte ich meinen Erfolg daraus, an der Internationalen Tonmeistertagung. Und mein Ziel war eigentlich von Anfang an, im Wohnraum den Klang anzubringen, der im Original auch ist. Ich wollte das Know-how, das der Herr Jäcker jetzt gesammelt hat, sage ich jetzt mal den HiFi-Liebhaber nicht enthalten, dass sie das weiterhin geniessen können, weil das wäre Sünde und Schade. 45 Jahre Know-how, das immer weiterentwickelt worden ist, einfach so zu verschwenden. Die Firma selber gehört in meiner Frau und in mir. Mein Sohn, der macht ein Praktikum hier. Der ist jetzt im Moment verantwortlich für sämtliche Verpackungen von unseren Lautsprechern und zum Beispiel für die GMA zu zeichnen, von den Frequenzweichen. Meine Frau hilft mir im Backoffice oder werbetechnisch, weil sie kommt von dieser Branche. Der Bruno Jäcker, der ehemalige Firmenbesitzer, der ist bei uns noch angestellt als Leiter Entwicklung. Und ich selber bin eigentlich als Mädchen für alles unterwegs. Das ist Strondo, unser Lautsprecher aus Aluminium, den wir haben im Programm. Und weil der Trend jetzt Richtung Holz geht, haben wir jetzt einen Prototyp gemacht. Also zuerst einmal einen Versuch, um zu schauen, was zusammen passt. Und wir machen jetzt die Front aus Schweizer Holz. Das kann Zwetschgenholz sein, das kann Ostbaumholz sein, Krieseholz, je nach Wunsch. Wir den Lautsprecher nach ihrem Wunsch lackieren. Also da könnt ihr wirklich jede mögliche Farbe, die es gibt auf dem Markt, könnt ihr wünschen. Wir bringen die Lautsprecher, die wir schon vorbereitet haben, am Lager haben, mit den Frequenzweichen drin, Bedämpfungen drin. Und dann können wir die im Lackierer bringen, der hat eine Woche zum Lackieren. Und dann kommen wir die zurück, wir testen sie, montieren, testen, dann liefern wir sie im Kunden, liefern. Aufstellen, in Betrieb nehmen. Ich bin überzeugt von unseren Lautsprechern, dass wir wirklich sehr gute Lautsprecher haben, die nicht nur Musik transportieren zu mehr als Hörer, sondern auch Emotionen.